Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hat. Ach, Rufus. Ich rühre grundsätzlich... Was ist denn jetzt das Problem? Spaten. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hat. Ach, Mensch. Große Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Nest. Was für ein hässliches Nest. Es muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Zu dir vielleicht, Rufus. Du bist doch ein Vogel. Du bist wie so ein Vogel. Ja, sehr schön. Ist das hier ein... Das ist ja ein Zaharoff-Plakat. Das ist ja nice. Ein Zaharoff-Plakat hier, da wo der Feldhof zeigt. Da. Sehr schön. Ich rühre grundsätzlich. Ach was. Tja, dann steck ich mal hier ein paar Eier und ich kann sie nochmal aufheben. Ja gut. Kleine Anspielung an The Night of the Rabbit. Schnabeltierfibel. Finger weg! Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen. Wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Na gut. Große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Grußkarten. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Aha. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem riecht nach Schnabeltier. Das sind ja fantastische Grußkarten. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwak. Aha. Und der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen? Wie grausam. Wunsch auf Regenstadt, Liebesgrüße aus Bukabisku. Dein Anblick ist mir ein Pläsier, dein Atem... Okay, das hatten wir. Willst keine Biss... Na dann. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Aufhören mit diesen blöden Sprüchen. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltier-Poesie. Aha. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Nein? Bewegt? Nein. Aua. Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musikdatasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Tja. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Es nicht. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Das ist großartig.
Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Boah, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Aha. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Beißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Was hat es mit diesem Schnabeltier-Club auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als Erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Bürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Ja. Allerdings. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Aha, wir müssen also Mitglied im Schnabeltierclub werden. Dann kriegen wir die Schnabeltierfibel und dann können wir auch die Eier anpassen wahrscheinlich. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh Gott. Die Wortwitze sind wirklich schlimm. Ein Schnabeltier. Na dann. Schnabeltier-Restaurant. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Großer, allmächtiger McBoom, ein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Weil Kinos, Abrexidur, Lumidon, Parex, Paradur, extra Käse. Ja, ja. Eigentlich ganz nett hier. Hier komme ich doch gerne ein. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer, weiser McFulu! Das Opfer fragt, ob die Burger dick machen. Ravanek-Cha! Ravanek-Kam-Cha! Ur, Bodenhaltung! Ach ja. Sympathisch. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus drei Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Na dann. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Was von den ich glaube, Kinder? Er hat uns durchschaut. Wie sind die fehlenden Kinder aufzufallen? Urum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, schnabbel die aus. Also manchmal macht du mir das und nur das Kind. Bin ich wieder? Kann ich noch etwas für Sie tun? Der Herr der Finsternis.
Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Geht mal nachfragen. Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Schlechte Sterblichen, genau. Uschi, ein sehr schöner Schuss. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Na dann. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Oh wei. Menü 1, 2 Slots. Menü 2, 3 Slots. Menü 3, 4 Slots. Guthaben, 0 Slots. Ja. 4 Slots. Wer hat denn so viel Geld hier auf der Ponia? Müssen wahrscheinlich die Preise irgendwie auf Null setzen. Change. Achso, ein Slot hier ist da in Change. Und hier steht jetzt nicht ein Getränk gegen einen Bürgertauscher. Also kann man das machen. Vielleicht. Ist dort hier. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir hier so Glückskekse, dass wir einen Glückskeks, also möglichst viele Glückskekse für den Müsst und die kriegen. Zwei Burger für 3 Slotty. Aha. Menü 4. Aha. Vielleicht fangen wir mit dem hier an. 1,5. Und den jetzt 2,5. 1 Getränk. Das Getränk jetzt klein machen. 2,5. 1 natürlich für ja nichts. Da bin ich ja einverstanden mit. Das hier und dann das hier und dann das hier. Vielleicht das Menü. So, wenn wir jetzt das hier und dann das Getränk. Faszinierend. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Sehr gut, dann reden wir nochmal. Vielleicht können wir irgendwas anderes hier rausbekommen. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Die Glückskekse müssen wir irgendwann noch besorgen, aber jetzt müssen wir erstmal einen Tisch für 2 Personen. Ich hätte gerne einen Tisch für 2 Personen reserviert. Für 2? Einen Moment! Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer! Wie soll ich vorgehen? Orthonominem Hasurmodena Confuginos Lioma
und Verdammung. Pro Bestellung. Oh, nein, dann sag ich dir das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Mhm. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert.